Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horror. Wir spielen heute Train Depart und wir sind ein 16-jähriger Junge, der zum ersten Mal eine längere Zugfahrt macht. Und ich weiß nicht, ob es mit mir und meinem kleinen VTuber hier was wird. Ich spiele heute ohne Brille, weil... Also ich habe noch keine Kontaktlinsen drin und meine Brille möchte irgendwie nicht vom Programm genommen werden, weil ansonsten gucke ich die ganze Zeit so, weil ich wohl so kleine Augen habe. Ich weiß nicht warum. Also, wenn ich irgendwas nicht sehe, es tut mir leid, ich habe keine Brille auf. Aber ich nehme auf. Okay, play. Neues Spiel. Creepy Waves FM. Train Depart. 25. Juni. Press Mouse Button. Die Geschichte ist nicht, was ich oft erzähle, ehrlich gesagt, war ich nicht sicher, ob ich das jemals tun würde. Es war während einer dieser heißen Stifling, weiß nicht, Sommer. The kind where the air, die Art, wo die Luft sich schwer anfühlt und die Zeit langsam zu vergehen scheint. Ich war 16, ich war nicht so schnell. Meine Eltern unsere Eltern sind schon mit dem Flugzeug zur Familie vorgeflogen und ich musste den Zug nehmen. Warum denn? Weißt du, es ist irgendwas über, es ist was mit dieser Reise alleine, das, damit fühlt man sich eher erwachsen. Ich hatte meinen Rucksack, mein Telefon, mein Laptop und es fühlte sich an wie ein Abenteuer. Als der Zug sich bewegte, habe ich eine Mischung aus Besorgnis und Aufregung gefühlt, aber ich hatte keine Ahnung, was wirklich vor mir lag. Ich dachte, ich würde einfach nur einen normalen Reise machen und so. Ich kann nicht springen. Ich kann ein Tiki-Taki schnell laufen. Trainjet. Message. Wie komme ich da hin? Guten Tag. Ihr Connection TJ will be delayed. Unser Zug wird ein bisschen später kommen. Oh, das ist ja schon eine Weile her. Ihr seht, unsere Sitznummer ist 36. Please take your designated seat from boarding. Dankeschön. Oh, unsere Mutti hat uns noch geschrieben. Wir gehen jetzt zum Flughafen. Der Flug geht um 11.30 Uhr. Achso, das sind Ticketnummern. Ja, habe ich. Oh, ich kann scrollen. Deine Schwester freut sich, dich zu sehen. Hat uns viele Geschenke gekauft. Wir haben aber auch eins für sie. Unser Papa hat sich beschwert, dass wir hier nicht antworten. Aber wir waren beschäftigt mit Packen. Und dass wir ihn dann anrufen. Das war aber am Montag 9.23 Uhr. Montag 11 Uhr. Mutti fliegt jetzt los. Drück uns die Daumen, ja, hoffentlich. Ja, Mutti, wird alles gut, ne? Genieß den Flug. Und does that mean we should return? Okay. Ruft uns an, wenn wir gelandet sind. Guys are totally safe. Wir sind gelandet. Hast du alles zusammengepackt? Ja, Gott sei Dank hier. Ja, ich packe immer noch. Ich rufe dich heute Abend an. Das ist jetzt heute. Ich weiß nicht, was heute für ein Tag war. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Ja, irgendwie schon. Sag mal, was sind das jetzt hier alles? So viel Text. Ihr wisst, so viel Text ist nichts für mich. Und das ohne Brille. Ah, ich kann den Trip kaum erwarten.
Ich hab dir deinen Lieblingssnack dagelassen. Vergess ihn nicht. Okay, danke. Ruf mich an, wenn du im Zug bist. Und denk dran, kein Junkfood. Ja, das gehört doch zu einer Reise dazu. Ich weiß, ich rufe dich, wenn ich da dann bin. Ne? Kann nicht warten, dich zu sehen. Okay. Jetzt unser Vater. Guten Morgen. Alles für deinen Trip hier fertig. Hallo Dad. Ja, ich habe gerade fertig gepackt. Denk dran, Organisation ist das halbe Leben. Das könnte von meinem Vater sein. Nur mein Vater schreibt nicht so viel. So, was hier wahrscheinlich noch kommt. Und guck, dass dein Telefon geladen ist. Ja, das Ladegerät habe ich und eine Powerbank habe ich auch. Oh, gut. Trainste, sei immer wachsam im Zug. Vor allen Dingen mit deinem Kram. Ja, bisher immer noch mein Papa. Ja, verstehe ich. Ich behalte mein Zeug immer an, aber mir. Außerdem ein bisschen lesen würde nicht schaden. Balance out the screen time. Das kommt nicht von meinem Papa. Ich habe ein paar Bücher gepackt. Oh, guck mal, ist aber trotzdem kurzer Text. Ja, gut, das zu hören, weil wir haben ein paar Bücher eingepackt. Ruf uns an, wenn du an Bord bist. I will stay after my. I will straight. Also, wir werden ihn anrufen, sobald wir unseren Sitz gefunden haben. Okay, eine sichere Reise. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Wir sind 16. Ja, danke, Dad. So, nee, nicht Leave Game. Wie komme ich hier wieder raus? Da, so. Oh, wir fahren schon. Go. Ach so, das ist wahrscheinlich ein Badezimmer-Dingens. Ah, okay. Hier sind wir. Guten Tag. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich rede mit der Dame. About the Border Control. Ich sorge mich ein bisschen über die Grenzkontrolle. Die sind immer so streng. Oh, hallo. Hast du schon den Dining Car? They have the most. Nee, ich war noch nicht im Speisewagen. Hallo, Sir. Ich habe meiner Tochter vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. Ich kann halt nicht Nein zu ihr sagen. Warum fängt man mit einem Fremden das Gespräch so an? Was hat er dir denn versprochen? Ich habe komische Geräusche gehört letzte Nacht. Als würde jemand draußen vor unserem Haus laufen. Ja, okay. Du bist. Nein, ich. Nee. Entschuldigung. Okay. Hallo. Oh, Zugfahrten. Die erinnern mich an früher. Okay. Ja, ich Gärtner jetzt, deswegen habe ich auch so ein hässliches Hemd, schönes Blümchenhemd an, weil ich da so drauf stehe. Sie haben sehr dünne Beinchen für ihren großen Oberkörper. Sie auch, okay, die passen gut zusammen. Stehen hier Sitznummern? Ah, 73, 74. Natürlich sind wir ganz hinten und können mit jedem reden. Stand der da gerade auch schon? Hi. Entschuldigung, hab mich vertan. Okay. Hey. Kit, wenn du in irgendeinen Stress reingerätst oder irgendwas Komisches, dann komm und finde mich. Ich werde den Rücken stärken. Okay. War schon mal ein Verbündeten. Hi. Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Was? May I please get past? Kann ich bitte vorbeigehen? Sorry, ist
Sitz Nummer 36 in diesem Wagen. Do you know where I can find a toilet? Nee, ich will wissen, ob mein Sitz hier irgendwie ist. Am Ende. Können Leute nicht mehr lesen? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, sie stehen im Weg. Kann ich bitte vorbei? Oh, absolut. Eure Hoheit. Danke. Blödmann. Ja, ich bleib hier einfach dann stehen. Just stand out of the way. Bleibt da halt so lange stehen, bis ich fertig bin. Okay. Danke. Mein Ehemann findet Golf gut, aber ich bin lieber im Debattierclub. Okay, was sagen Sie dazu? Ich freue mich auf unser Golftreffen. Es ist eine Tradition mit unseren Freunden. Es war sehr nett, dass er da wartet, ne? Warm ist immer vorsichtig, aber ich denke, tief in sich drin mag, in ihr drin mag sie auch Abenteuer. Ja, so sieht sie aus. Ich sage meinem Jungen immer, du musst stark sein in dieser Welt. Aber er ist mehr der sanfte Typ. Ja, das passiert. Entschuldigung, okay. Sie wollen nicht reden. Wo ist denn Sitznummer? Okay, dauert noch. Hi. Okay, du redest wohl nicht mit fremden Kindern. Und sie auch nicht. Das ist auch gut so. Schnick, schnack, schnuck. Erst du. Verreisen mit Kindern, es ist ein Abenteuer, jedes Mal. Oh, du besuchst deine Familie und kids were excited about the trip or the trial. Ah, ohne Brille. And kids were excited about the trip all the summer. Also wir besuchen die Familie und die Kinder sind aufgeregt wegen dieser Reise hier den gesamten Sommer lang schon. Ich bin gleich soweit. Kleinen Moment. Ich liebe Zugfahrten. Mom sagt immer, wir sind bald da. Dad ist immer besorgt bei so Trips. Tells me to look over und sagt immer, ich muss auf meine Schwester aufpassen. Ja, schadet ja nicht. Hi. Oh, achte nicht auf mich. Ich stehe hier nur außerhalb deines Weges, bis du fertig bist. Sorry, ist das Sitz Nummer 36 in diesem Waggon? Do you know where I can find a toilet? Oh. Nochmal bitte. Ja, wo könnte das nur sein? Warte, lass mich drüber nachdenken. Oh, warte. It's right 1 meter. Es ist 1 Meter von dir weg. Also keine Panik. Nimm alle Zeit, die du brauchst. Du kannst es tun. Oder? Ah, okay. Aber ich möchte erst noch wissen. Geht's Ihnen? Nein? Okay. Und wie geht's Ihnen? 3 pages on Google. Warum sollte jemand ein 3-seitiges Buch, Booklet machen? Ich will aber nochmal von dir wissen, wo ich die Toilette finden kann. Verarsche mich right near direkt neben dem Eingang, wo es immer ist. Aber okay. Before sitting my seat, I should stove my backpack away. Also packen wir da oben unser Dings hin und jetzt setzen wir uns hin. Get up, stand up. Oh, Mutti. So, wo sind wir denn? Bist du schon weg? Have you left already? Wie ist dein Sitz? Ja, wie ein Sitz halt ist, ne? Ist alles gut? Ja, wir sind jetzt auf unserem Weg. Hab meinen Sitz gefunden. Aber weißt du, manche Leute hier könnten einfach ein bisschen netter sein. Ich schreibe dir
Aber text more once with other. Ich schreibe dir mehr, wenn wir schon ein bisschen weiter sind. Just setting up my laptop. Ich mache jetzt nur mal meinen Laptop an hier. Okay. Wo ist denn mein Laptop? My laptop must have been in a backpack. Okay, dann stehen wir noch mal kurz auf. Wo ist denn eigentlich der Kerl mit dem Dings? Snacks, Handtücher, Bücher, Laptop. Okay, aber wir einmal kurz hin. Oh, ich wollte da noch nicht hingehen. Werfen? Over on the table. Okay, ja, das macht Sinn. Oh, jetzt. Ich glaube, ich könnte auch genauso gut die Brille aufziehen, weil ich sehe, wenn ich die Augen so mache, dass ich was sehen kann, dann macht sie auch die Augen zu. Okay. AM nachts. Vaclav? Was ist Vaclav? Vaclav Jokov. Oh. Hast du dein Geschichtsprojekt schon fertig? Ja, fast. Ich brauche noch ein paar Bilder. Cool, cool. Ich bin noch nicht mal so unbedingt auf der Hälfte. Benutz nur keine AI-Bilder. Nee, sicher nicht. Das klingt doch nach einer scheiß Idee. Nach einer schlechten Idee. I heard they do it in. Ich habe gehört, dass sie das in manchen Schulen machen. Ja, hier, check den Link mal später. Hallo, bist du online? Zwei, ist das ein Spiel? Nee, sorry, Zug, WLAN. Ich muss mich da einloggen. Want to play the clicker before we arrived. Ich möchte den Clicker spielen, bevor wir da sind. So, hier hat auch keiner mehr was geschrieben. So. Use Laptop. Ah. Ein Clicker. Okay. Level up. Level up. Was ist denn das? Ball. Oh, Katzenminze. Katzenminze. Oh, hallo. Ich hätte gern was. Guten Tag. Sorry. Was kann ich dir geben? Croissant? Croissantplatte und Limonensoda? Burger mit Fries und Minz? Minzsoda? Japanese Style Cake and Strawberries? Oh, jetzt. Also, ich hätte gern den Burger mit Fritten und wüsste gern, was eine Minzsoda ist. Aber Japanese Style Cake and Strawberries? Bär. Limo? Ich nehme hier den Kuchen. Kuchen geht auch immer. Super leid. Wir haben so eine Limo nicht. Kann ich dir Wasser mit einem Essen geben? Ja, okay. Ich bring dir später dein Essen. Time was quite modern and it was strange that I had only water today. But habe ich nicht gelesen. Ich finde es nur komisch, dass sie nur Wasser haben heute. Klickerspiel. Eigentlich total schwachsinnig. Aber ich habe es tatsächlich auch mal am Handy. Bei ein, zwei Sachen. Also ein, zwei Spiele davon gespielt und sowas. Warum geht das nicht höher? Ist das schon Maximum? Es wird doch von alleine mehr. Was ist denn Cardboard Fort? Warum wird das? Oh, wir tut schon die Hand weh. So kriegen wir wahrscheinlich einfach mehr Geld. So, machen wir anders. Ich dachte drüber nach, dass ich zur Toilette gehe, bevor mein Essen fertig ist. Nein, du machst jetzt in die Hose. Wir spielen das jetzt hier besser, Maximum.
Es ist doch kein Maximum hier, Nibbel. Ja, okay. Gehen wir halt mal aufs Klo. Ich wollte das aber fertig spielen. Wo ist der komische Kerlpuppe hin? Der ist das, ne? Hi. Was jetzt? Siehst du, wie ich das beschäftigt bin hier? Ne, sehe ich nicht. Na gut. Dann halt nicht. Ja, ich denke darüber nach, zur Toilette zu gehen. Das tun wir doch gerade. Da war eine mysteriöse Tasche auf der Toilette. Oh. Was war eine Uniform? Ja. Ja, da ist halt eine Uniform. My food could be back anytime, so returned my seat without insurance. Weil, ja, weil unser Essen vielleicht jede Sekunde da sein könnte, aber können wir uns bitte die Hände waschen? Hallo? Hm? Hä? Hm? Hä? Hm? Warum? Ich möchte bitte mir die Hände waschen. Warum machst du das? Können wir im Müll gucken? Feuerlöscher? Guck mal hier. Nochmal. Gut, wir sagen einfach, wir hätten uns die Hände gewaschen. Ja, dann. Ach so, okay. Das ist jetzt Mittag, oder? Das ist so wie komisch mit AMPM hier. Mutti. Ja? Ach so. Hä? Was ist los? Kann ich nicht bei Mutti dran gehen? Hallo? Spiel? Get up! Ich drücke alle Knöpfchen. Was war das? Okay, das geht, ja. Ich kann mich ducken. Nein, lass es nicht kaputt sein. Ich habe doch schon eine Weile aufgenommen. Hm? Ich spiele das Kätzchenspiel. Irgendwo. Ist das, weil ich den Laptop aufgemacht habe? Okay, wir schließen das Spiel jetzt einmal und hoffen, dass es weitergeht. So, ich mache das mal ganz schnell und ich habe gesehen, Deutsch. Experimentell. Ja. Ja. Vielleicht lassen wir den Zug auch einfach mal wegfahren. Get up, stand up.
Ich hab mir selber einen Ohrwurm gemacht. Schreiben wir jetzt hier ein. Brauchen wir jetzt mit keinem mehr reden. Komm, geh mal weg hier, Opa. Darf ich bitte zu meinem Sitz durch? Aber Klärchen, Bärchen. Er hätte sich auch einfach hinsetzen können. Ja. So. Mutti. Ja. Wieder kaputt gemacht. So, wir Klicker spielen. Wir wollen Klicker spielen. Okay, Obacht. E. Klick, 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 la, 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 la. Faule Katzen. Wann kommt denn mein Essen hier? Da. Hallo. Dann nehme ich jetzt mal Pommes. Ich fürchte, wir haben keine Limonade. Na, dann bring mir halt Wasser. Okay. Zug war nach modernen Standards, aber es war seltsam, dass wir heute nur Wasser, aber solche Dinge passieren. Ja, wir gehen auf Toilette. Da war eine komische Tasche. Wir gehen bei geöffneter Tür. Achso, ich stellte sicher, dass die Tür geschlossen wurde. Geschlossen war, bevor ich die Toilette benutzte. Mein Essen könnte jederzeit zurückkommen. Ich kehre zu meinem Sitz zurück. Gut, wir sagen einfach, wir hätten die Hände gewaschen. Nochmal. Okay. Dun, 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 dun. Mein Essen. Oh, jetzt hätte ich gerne den Kuchen gesehen. So, Mutti. Da ist mein Kuchen. Wieso ist da mein Kuchen? Sorry, konnte nicht widerstehen. Sieht toll aus. Es ist okay. In diesen Zügen machen sie besseres Essen. Ist es denn lecker? Ja, schade, dass sie keine Limonade hatten. Gut. Ich muss etwas trinken. Entschuldigung, sind Sie der Herr, der die Limonade wollte? Wir haben ein Paket in unserem Lager gefunden. Bitte genießen Sie es. Du hast sie schon geöffnet. Glück hatten sie noch ein paar. Das ist ja ein Service. Ich würde keine schon geöffnete Cola. Ich war so durstig, dass ich die ganze Limonade auf einmal ausgetrunken habe. Wir hatten noch Wasser. Sie war warm und hatte einen seltsamen Geschmack. Aha. Aber ich war glücklich und hoffte, dass sie nicht schon jahrelang dort lag. Nö. Nach dem Essen wollte ich etwas spazieren gehen oder ich könnte einfach am Laptop spielen. Nö, der Klicker hat jetzt bei mir verloren. Das hat hier was ausgelöst, ja, wo er wieder was abstürzt. Ich hatte nicht vor, jetzt dorthin zu gehen. Okay. Tasche ist weg. Tasche ist weg. Hi, bist du jetzt ein bisschen netter? Was jetzt sehen sie nicht, dass ich hier beschäftigt bin. Na gut. Na, okay.
nicht vor, jetzt dorthin zu gehen. Ich setze mich einfach nur mal hin. Reicht das? Ja, wer hätte das gedacht? Irgendwas stimmt nicht. Wer war das? Der Zugführer? Der Schaffner? Ja. Plötzlich fühlte ich eine starke Müdigkeit. Um ehrlich zu sein, hatte ich immer einen nach einem guten Essen, aber dieser war hartnäckig. Und es war, als könnte ich überhaupt nicht widerstehen. Oh, ist das der Schaffner? Ne? 16.08 Uhr. 4 Stunden später, ne? Oh, was ist denn hier los? Ich schlief lange und dieser Mann in meinem Traum, wir müssen bereits den Grenzbahnhof erreicht haben. Ich muss ein wenig spazieren gehen und frische Luft im Foyer schnappen. Ich musste wegen dieser Verspätung 3 Meetings verschieben. Ja, das stellen wir nicht so an. Da wollen wir nicht hingehen, okay. Kennen Sie das Gefühl, dass jemand nicht das zu sein scheint, was er vorgibt? Ich sage meinem Sohn, halte die Augen offen, erkenne die merkwürdigen Leute. Es ist eine seltsame Welt. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, die Welt zu bereisen, so wie in Videospielen. Was ist mit dir? Bis jetzt nicht da? Nehmen Sie nicht, dass ich hier beschäftigt bin, ja. Okay. Ich habe gerne mit Zugtüren gespielt, aber diese ließ sich nicht öffnen. Diese denn? Nein, auch nicht. Diese auch nicht. Wo ist denn das Foyer? Ist das hier das Foyer? Gehen wir mal aufs Klo. Ich stellte sicher, dass die Tür geschlossen war. Gleich muss ich auch. Mein Essen könnte jederzeit zurückkommen. Oh nein, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Okay. Hi. Ausweis und Ticket bitte. Reisen Sie alleine? Ja, meine Eltern warten am Zielort auf mich. Inhalt des Gepäcks, irgendwelche verbotenen Gegenstände. Nur meine Kleidung, du hast noch nicht mal Kleidung, du hast nur Handtücher mit. Einige Bücher und Snacks. Immer vorbereitet, mein Sohn. Eine zusätzliche Durchsuchung scheint nicht nötig. Ich weiß, meine Eltern haben es mir gesagt. In Ordnung, gehen Sie weiter. Na, da ist aber Glück. Oder haben die uns betäubt, damit sie uns irgendwas unterschieben können? Der Grenzkontrollbeamte schien ziemlich angespannt zu sein, entschied sich aber schließlich, mich in Ruhe zu lassen. Der Zug fuhr gerade nach seiner Abfahrt zur letzten Station. Wird die nicht wieder abstürzen? Möchten Sie noch etwas bestellen? Nee. 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 Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ja. Tut leid, ich habe Ihnen schon gesagt, wir haben leider keine Limonade. Es gab eine unerwartete Lieferverzögerung. Aber Ihr Kollege sagte, Sie hätten das letzte Paket gefunden. Zweiter Steward, tut mir leid. Ich arbeite allein in der heutigen Schicht. Fühlen Sie sich in Ordnung? Sie sehen nicht gut aus. Mir geht's gut, denke ich. Sie sind wahrscheinlich müde. Wir kommen bald an. Rufen Sie mich bitte, wenn Sie etwas brauchen. Okay. Ich traue mich nicht mehr, diesen Laptop zu benutzen. Er suchte etwas in meinem Gepäck. Snacks, Handtücher, Bücher. Was ist das?
Aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre besser, den Inhalt auf der Toilette zu überprüfen, wo mich niemand sehen könnte. Ich war mir nicht sicher, aber diese Sachen sahen aus wie Drogen, die sie in Filmen zeigen. Weg damit! Hallo? Ich hab jetzt drauf gemacht. Ja, dein Essen könnt ihr jederzeit zurückkommen, ist klar. Ja, was mache ich jetzt damit? Lass ich das hier? Ah. Hallo, kleiner Junge, was hast du mit meinem kleinen Geschenk gemacht? Was ich gemacht habe? Entschuldigung. Ja, mit meinem Geschenk. Ich reise damit zu meinem alten Freund. Hast du der Polizei etwas darüber gesagt? Nein, das würde ich nie tun. Jetzt hör mir sehr aufmerksam zu. Wenn du sicher sein willst, du kommst mit mir und sitzt auf deinem Platz bis zur letzten Station. Und denk an das Letzte. Machst du etwas Lustiges, wird es schlecht enden für dich und deine Mama und dein Papa. Los, geh vor. Sei nicht schüchtern, mach weiter. Wo muss ich denn hin? Ja, ne? Es war verschlossen. Was habe ich getan? Was? Hä? War es nur ein Traum? Wenn ich das nicht will. So. Ja, es sieht aus wie Drogen. Es war keine gute Idee, mit dieser Sache in meinen Händen nach draußen zu gehen. Okay. Ah, ich wusste, dass er kommt trotzdem, ne? Nein, würde ich nicht tun. Ja, es war verschlossen. Ja, aber wieso? Was kann ich denn tun? Ich nicht verstehen. Wo ist sie hin teleportiert? Hier, kann er so liegen bleiben. Ich bleib hier. Kann ich das tun? Ich kann es tun. Liegt noch da. Hi. Hier, du hattest doch Angst vor der Grenzkontrolle. Wir gehen, um ihm neue Schulsachen zu kaufen. Er wächst so schnell. Es ist dein Vollzeitjob, gleichzeitig Mutter und Vater zu sein. Hm. Hier, bitte. Oh, ist es weitergelaufen?
Ja. Nö. Erinnert mich an die Reisen, die wir, nee, als wir jünger waren, immer ein Abenteuer. Meine Freundin ist eine echte Geschichtenerzählerin. Unter uns gesagt, ich denke, die Hälfte ihrer Geschichten ist ausgeschmückt, aber sie machen die Reise unterhaltsamer. Ich nicke einfach und lächle. Das ist unsere kleine Routine. Okay. Mit dir. Nee, jetzt redest du gar nicht mehr mit mir. Okay. Warum sollte jemand ein dreiseitiges Bild da machen? Ja, keine Ahnung. Was muss ich tun? Kann ich nicht an meinen Kopf auf? Naja, gehen wir aufs Klo. Ich glaube, was anderes kann ich auch irgendwie nicht tun. Jetzt hat er das in der Hand. Ich gehe mit Drogen aufs Klo. Runtergespült. Ja, okay. Was hast du mit meinem kleinen Geschenk gemacht? Was ich gemacht habe? Entschuldigung. Ich habe mit meinem Geschenk. Ich reise damit zu meinem alten Freund. Hast du der Polizei etwas darüber gesagt? Nein, das will ich nicht tun. Sei mir selber aufmerksam zu und denk an das Letzte. Machst du etwas Lustiges, wird es schlecht für dich ausgehen. Ja, aber ich komme doch da gar nicht. Ich bleib hier. Nee. Nee. Öffne es jetzt oder du weißt, was danach passieren wird. Er konnte diese Tür aufbrechen. Nee. Nee. Ich habe gesagt, öffne es. Ich brauche nur, was in der Tasche ist. Ich habe es gespürt. Du hast was. Ich würde dich lebendig unter diesem Zug begraben. Öffne diese verdammte Tür jetzt. Nein. Ah. Aha. Danke für das Reisen mit Ranger. Hier spricht der Zugservice. Geht es Ihnen gut? Wir hatten einen Notruf von dieser Toilette. Bitte öffnen Sie die Tür. Ich öffne nicht. Ich habe jetzt nicht geöffnet, ne? Hallo? Okay. Einige Jahre sind seit diesem Vorfall vergangen. Meine Eltern hatten viele Treffen mit der Polizei, aber letztendlich ist alles gut ausgegangen. Ah, schön. Unsere Familie wurde geschützt und ich habe sogar eine Art Ehrenurkunde von der Stadt erhalten. Und nach sind die Erinnerungen an dieses Ereignis verblasst. Aber seit diesem Tag reise ich mit dem Flugzeug. Aha, okay. Das sind die ganzen Modelle. Fire Alarm Button. Broken Glass Pieces. Okay. Er führt es alles da auf. Von Sketchfab. Ich habe davon keine Ahnung. Bombardier. Was? Du kriegst Drogen. Das Croissant. Die Handtasche, die Kopfhörer. Okay. Ich würde sowas gern können, aber das, ich habe zu wenig Geduld. Wenn etwas sehr lange dauert, dann bin ich dann schon genervt. Das muss schnell und effizient gehen. Blue Suitcase. Dun, dun.
Backpack, was, wie viel ist denn hier drin? Backpack von Typ. Ja, okay. Office Door. Toilettenpapierspender. Verschiedene Waschbecken. Mein Gott, ist das ein Aufwand, alles da. Also, oh Gott, die Schriftarten. Geräusche, kann ich das abkürzen? Ich kann es abkürzen. Ja, es tut mir leid. Wenn ihr Credits sehen wollt, werde ich gerne nochmal drauf drücken. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein Spiel von itch.io, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.